So, herzlich willkommen im Motorschuppen. Heute mal mit dem zweiten Teil unserer Rostsanierung beim VW T5. Wir haben noch mal ein bisschen schönes Wetter, sind jetzt so mitten im Herbst und wollen jetzt die Möglichkeit nutzen und zumindest mal die angefangenen Stellen, die wir freigeschliffen haben und mit vertan Rostumwandler behandelt haben, die halt jetzt weiter zu behandeln mit dem Lackauftrag. Und zwar wäre jetzt der nächste Step in dieser ganzen Sache, dass man, wie man sieht, hat das Vertan hier gut gearbeitet, hat den Rost umgewandelt. Nächster Arbeitsschritt ist jetzt, dass man das Ganze mit Wasser reinigt, sauber macht. In dem Zug zeigen wir euch auch gleich, wie man hier so ein Kreppband abbekommt, was man einfach vergessen hat, früh genug abzumachen, was sich jetzt hier so schön fest und steif reingearbeitet hat. Das machen wir jetzt alles in einem Arbeitsgang. Ja, und da holen wir uns jetzt gerade mal das Material zu. So, also auf dem Vertan steht geschrieben, dass man vor jeder Nachbehandlung, das wäre dann halt die Lackierung, die wir machen wollen, das Ganze mit Wasser abwischt. Normalerweise reicht da eigentlich so ein Lappen oder sowas. Wir nehmen aber heute mal die Sprühflasche, einfach aus dem Grund, dass wir das Ganze jetzt mal so ein paar Minuten hier einweichen werden. Dann kriegen wir nämlich auch mit ein bisschen Glück die Kleberückstände entfernt und dann machen wir das Ganze sauber. Ich sprühe das jetzt erstmal ein, da vorne haben wir nichts, gell? Ja, vorne habe ich schon abgemacht. Dach habe ich vergessen. Wir hatten im ersten Teil des Videos auch angesprochen, dass wir hier an dem Bus eine kostengünstige Reparatur machen. Man könnte das Ganze jetzt grundieren, füllern und mit der Pistole lackieren. Wir machen halt jetzt erstmal die Low-Budget-Variante und nehmen hier dann eine spezielle Rostschutzfarbe, die halt auch gleichzeitig einen Korrosionsschutz verspricht. Hoffen wir natürlich auch, dass die Herstellerangaben eingehalten werden. Und ja, an dem Punkt haben wir halt hier dann nur quasi einen Step, den ihr machen müsst. Anstatt halt bei der Grundierung füllen. Ja, wobei wir das bei dem Radlauf wahrscheinlich dann zum späteren Zeitpunkt noch machen werden. Genau. Das ist halt jetzt nur für über den Winter, machen wir da genau, jetzt. Also erstmal. Wir zeigen euch jetzt hier die einfache Möglichkeit, weil wir einfach, wir waren jetzt auch ein bisschen in Zeitnot. Und hier waren halt schon so ein paar Roststellen, die eigentlich, ja, wo wirklich Handlungsbedarf war. Deswegen machen wir es jetzt in der Low-Budget-Variante. Auf dem Dach ist es eigentlich auch relativ egal, weil hier kommt vielleicht noch irgendwelche Dachaufbauten drauf. Ist jetzt auch nicht so, dass man täglich auf sein Dach guckt, ob das jetzt schön aussieht oder nicht. An den Seiten und gerade am Radlauf hinten, an der Tür zum Beispiel, da werden wir dann euch auch die hochwertige Reparaturmöglichkeit zeigen, damit das am Ende dann halt auch schön aussieht. Also das dann alles in den folgenden Teilen. Frage, warum machst du Wasser drauf und tust das jetzt wieder verdunsten? Ja, also, falls ihr auch das gute Klebeband verwendet habt, habt ihr eigentlich nur die Möglichkeit, das mit dem Heißluftföhn zu probieren und halt abzupillen. Bei uns ist das so. Also, ja, man sieht, manchmal hat man halt Glück und dann weicht das so ein bisschen auf hier. Aber an manchen Stellen geht es halt eben auch nicht so gut ab. Hier geht es jetzt. Aber an den Stellen, wo es hartnäckig ist, kann man es dann halt auch mit dem Heißluftföhn mal probieren. So als kleiner Tipp, nicht so heiß, macht das gleich ab. Wenn ihr fertig seid, direkt abmachen und dann spart ihr euch diesen Arbeitsgang. Was natürlich auch gut geht, ist dieser Folienradierer, wenn man einen hat. Ich habe einen, aber nicht hier. 5 hours later. So, wir haben jetzt mal schnell die Kleberückstände entfernt. Ich fische jetzt hier noch den letzten Rest vom Dach runter. Und dann werden wir zum eigentlichen Teil der Arbeit hier übergehen. Vorsicht mit dem Lappen, der enthält noch Explosivstoffe.
So, jetzt machen wir mit dem nächsten Schritt weiter, endlich. Und zwar wird dann diese fertanisierte Stelle, so nenne ich es einfach mal, mit handelsüblichem Wasser gereinigt. Man sieht auch so ein bisschen, dass dann hier das Fertan so abgeht. Das wischen wir halt ordentlich ab. Hier sieht das so ein bisschen anders aus, aber weil wir diese ganze Stelle hier geschliffen hatten. Und deswegen ist das Fertan hier einfach ein bisschen drauf verlaufen. Hier nochmal den Lappen ein bisschen nass. Und dann wischen wir das großzügig runter. Hier oben machen wir jetzt, wie gesagt, die Low-Budget-Variante. Und werden das Ganze einfach mit dem Pinsel dann ein bisschen austupfen. Hier können wir sich überlegen, ob wir vielleicht doch mit der Walze einmal so, aber dann haben wir die Walze versaut. Genau. Muss ja Geld sparen. So, und der Ordnung halber nehmen wir jetzt noch unseren guten Silikonentferner, damit wir auch wirklich keine Fett- und Schmutzrückstände drauf haben und eine saubere Lackierung hinbekommen, also eine saubere Haftung. Machen wir es jetzt noch einmal mit dem Silikonentferner sauber. Die Links zu dem ganzen Material findet ihr dann wie gewohnt bei uns in der Videobeschreibung unter dem Video. Und wenn ihr zwischendrin oder am Ende des Videos Fragen habt, schreibt uns in die Kommentare. Da kriegt ihr dann auch relativ schnell eine Antwort. Da geben wir uns auch immer Mühe, dass wir euch das dann zeitnah beantworten können. So, ja, im Großen und Ganzen haben wir es. Dann geht es weiter mit dem Lack. Kersten hat sich für den Rosturit Metallschutzlack von Wilkens in Rosa entschieden. Nee, in Weiß. Echt jetzt? Genau. Wie immer bei Farbe ist es ganz gut, wenn er das vorher schüttelt. Kann man in so einer Dose auch mal ganz gut machen. Da muss man nicht mit einem Holzstöckchen oder irgendwas da drin rumrühren, sondern das geht so eigentlich ganz gut. Also es sei denn, die ist schon 5 Jahre alt, dann ja, setzt dann sich das irgendwann so mal ab. Gut. Ich habe das auch schon vorgeschüttelt, habe das schon vorbereitet. Das Schöne ist, dass wir jetzt an der Stelle noch mal kurz unterbrechen müssen, weil wir die Dose aufmachen müssen und keinen Schraubenzieher aktuell hier oben auf dem Dach haben. Dose ist auf. Die Farbe ist weiß. Ja, und dann fange ich einfach mal an hier zu tupfen. Das ist also eine Farbe, die gleichzeitig Grundierung ist und gleichzeitig auch Rostschutz. Und das wollen wir auch einfach mal testen, wie das so im Alltag dann funktioniert. Das ist also so ein bisschen wie im Bastelunterricht früher. Mhm. Tja, und wie man sieht, dass Weiß nicht gleich Weiß ist, gell? Ja. Ja, wie gesagt, so im Dachbereich. Ja, es ist eigentlich egal. Ist mir das relativ latte. Und vielleicht noch ein bisschen Ruß mit beimischen können, ne? Und ist ein bisschen dunkler. Mhm. Und man kann das natürlich auch streichen. Ich mache das jetzt hier so im Tupfverfahren. Weil dann so der Verlauf doch ein bisschen anders aussieht. Ähnlich wie, wenn man es jetzt mit der Rolle dann rollen würde. Ja, beim Streichen kommt man meistens so mit einem Arbeitsgang nicht hin. Und wenn man nämlich die Streifen nicht zukriegt. Ja. Ja, und wichtig ist vielleicht auch, dass ihr nicht zu viel Farbe mit dem Pinsel aufnehmt,
Weil zu viel ist auch nicht gut, also immer so ein gesundes Maß, dass ihr halt eine schöne Deckschicht habt, aber euch dann die Farbe nicht davonläuft. Ja, und so im Großen und Ganzen ist es das eigentlich auch schon. Also das ist dann so der letzte Arbeitsschritt, den ihr machen müsst. Wenn ihr das draußen macht, so wie wir, solltet ihr halt auch darauf achten, oder solltet ihr zumindest mal den Wetterbericht anschauen. Ich würde sagen, dass sich die Großwetterlage nicht sonderlich ändert. Genau, also die Temperatur sollte natürlich noch ordentlich im Plusbereich sein. Also wenn es jetzt so irgendwie Minusgrade wird, zumindest in der ersten Zeit beim Ablüften, ist schon ganz gut. Und es sollte natürlich auch nicht regnen oder schneien oder sowas. Ja, zum Großen und Ganzen sieht das, glaube ich, schon mal nicht schlecht aus. Also, dass es farblich nicht passt. Ja. Aber man kann das natürlich auch mit der passenden Farbe machen. Weil das Vertan ja eigentlich seinen Dienst tut. Also man muss jetzt nicht unbedingt eine rostschützende Farbe noch da drauf pinseln. Genau, also wir wollen es hier jetzt an der Stelle einfach mal doppelt sicherstellen. Und natürlich ist auch so eine Dose Universalfarbe ein bisschen günstiger wie die Farbe in passender Wagenfarbe. Mhm. Und so, hier vorne in dem Bereich der Scheibendichtung haben wir jetzt einen besonderen Fall, weil da müssen wir ja mit der Farbe auch so ein bisschen unter die Dichtung. Und hier kommt wieder unser kleines Skalpell in Frage. Man kann es aber auch mit irgendwas anderem machen. Und ganz vorteilhaft sind diese Ölanhängerchen oder einfach so ein Stück Pappkarton, der aber relativ dünn ist. Und da gehe ich einfach hin und ziehe mir den so in die Dichtung rein. Das klappt nicht immer beim ersten Mal. So, ziehe ich mir so unter die Dichtung und ziehe mir den einfach an die Stelle, wo ich hin muss. Jetzt steckt das hier, man sieht es auch ganz gut hier, wie weit ich damit unter die Dichtung komme. Also ich bin jetzt ein gutes Stück drin. Und jetzt kann ich mir das Ganze halt auch so ein bisschen wegkleben. Und klebe das einfach hier mit Kreppband fest. Und habe halt hier den Vorteil, dass ich richtig gut unter die Dichtung komme. Und dass ich es dann auch trocknen lassen kann. Und wenn das Ganze fertig ist, ziehe ich einfach das Kärtchen wieder raus. Und das Ganze ist gut. Ne? Das mache ich jetzt hier an jeder Stelle. So, und hier sieht man es halt auch nochmal ganz gut. Dass ich habe ja bis hierhin die schadhafte Stelle. Sehe aber da jetzt einfach auch noch ein Stückchen weiter unten mein Blech. Und kann das Ganze halt jetzt schön wieder in Form bringen. Und habe halt die Dichtung nicht im Weg. Und vor allem versaue ich auch nicht die Dichtung. Das sieht dann nämlich ganz am Ende auch recht ordentlich aus. Und auch hier wieder an jeder Stelle mit dem Silikonentferner schön reinigen, damit wir dann auch Fettöl und sonstige Bestandteile entfernen können. Und der Lack gut hält, vor allem auch dauerhaft hält. So, und hier wäre jetzt natürlich so ein kleiner, dünner Pinsel wesentlich besser. Aber zum Glück sind wir bestens vorbereitet. Das sind dann auch so die Situationen, wo sich der Kerstin freut, dass er heute die Kamera hält. Thank you.
So, das war es im Großen und Ganzen. Man muss natürlich gucken bei diesen Kärtchen, dass man die rauszieht, solange das Ganze noch nicht ganz ausgetrocknet ist. Ansonsten kleben die halt fest. Das heißt, wir gucken jetzt einfach mal nach und nach, sobald das halt im Prinzip schon so weit trocken ist, aber halt noch nicht so trocken, dass es hart ist, werden wir die Kärtchen dann noch rausnehmen. Haben dann auch den Vorteil, dass die Dichtung dann wieder so ein bisschen an der Farbe noch klebt und da dann halt auch noch ein bisschen Dichtheit garantiert, dass da jetzt nicht wieder irgendwie das Wasser überall reinläuft. Ansonsten war es das für heute mit dem Teil. Wir haben es ja schon gesagt, wir werden das Ganze auch noch in ordentlich machen. Wir haben noch die Schiebetür hinten und hinten den Radlauf, den wir bearbeiten müssen. Wir wissen halt nicht, wann es klappt. Dann haben wir wieder eine gute Wetterlage bekommen. Aber ja, wenn ihr dran bleibt, werdet ihr das sehen. Ansonsten schaut auch gerne mal bei uns auf den Instagram-Account. Findet ihr auch unter dem Hashtag Motorschuppen. Ist auch immer relativ aktuell, wie wir halt Zeit haben. Ganz wichtig, wenn ihr Fragen habt zu dem Thema oder Bemerkungen, Kommentare, dann schreibt uns gerne mal. Wir antworten auch auf jeden Kommentar, wenn irgendwie was sein sollte. Was Wichtiges ist, wir probieren es immer relativ schnell, klappt auch nicht immer, aber wir geben Gas. Ja, ansonsten war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und würde uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Gibt es auf jeden Fall noch mehr zu dem Thema. Wir werden demnächst auch noch eine Stoßstange lackieren. Wir werden euch zeigen, wie ihr Aluminiumfelgen wieder neu aufbereiten, lackieren könnt. Wenn euch das interessiert, dann schaut mal wieder rein. Ansonsten war es das für heute. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.